Ich finde, du kannst dich wirklich sehen lassen. Findest du, ist das nicht ein bisschen zu gewagt? Ich meine, ich habe gerade eine wichtige Position der Firma und in der Familie übernommen. Da führen doch solche Bilder schnell zu Tratsch. Ach was, die sind ja auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Schau mal, ich habe sie dir hier in deinen privaten Ordner gelegt. Ja. Und du trägst ja auch nur das, was du auch verkaufst. Entschuldigen Sie die Störung, Gräfin. Ja. Was gibt's denn? Graf Hagen bat mich mitzuteilen, dass er sich vor Beginn der Feierlichkeiten zu verabschieden sucht, Gräfin. Gut, dann sehen wir uns später. Soll ich dich nachher zur Feier abholen? Ben, entschuldige, aber du kannst mich nicht auf die Feierlichkeiten begleiten. Du bist nicht mein offizieller Partner. Was bin ich denn dann, bitte? Ein Gast der Familie. Findest du das nicht ein bisschen altmodisch? Ach, Ben, bitte, ich habe jetzt keine Zeit, lange darüber zu diskutieren. Überleg's dir. Justus, die Mappe mit meiner Rede, die brauche ich noch. Gott, dieses Ding macht mich wahnsinnig. Jetzt ist schon wieder alles weg. Ist gut. Was brauchen Sie denn? Den Sitzplan für den Empfang. Wie haben Sie das denn jetzt gemacht? Sie müssen sich natürlich erst ins Intranet einwählen, wenn Sie auf die Pläne zugreifen wollen. Intranet, ist das sowas wie ein Netzwerk? Genau. Was für ein Ding? Intranet. Ein Netzwerk, mit dem sämtliche Computer und Tablets in diesem Haus verbunden sind. Und wozu soll das gut sein? Die Gräfin als moderne Frau hat diese Innovation bei uns eingeführt, um die Organisation und Arbeitsabläufe in unserem Haus zu vereinfachen. Was, die sehen alles, was ich hier eintippe? Natürlich. Und kann ich dann auch sehen, was die Herrschaften auf ihren Computern tun? Theoretisch ja, aber natürlich sind die privaten Bereiche der Herrschaften passwortgeschützt. Also für jeden anderen gesperrt. Könnte ich Sie im Moment sprechen, Justus? Was kann ich für Sie tun? Als erstes können Sie sich in Zukunft Ihr überhebliches Grinsen sparen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Doch, 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 Sie wissen ganz genau, was ich meine. Ihre kommentierenden Grimassen, als Elisabeth und ich uns unterhalten haben. Da muss ein Irrtum vorliegen. Dem Personal ist wohl bekannt, dass sämtliche Gespräche und Geschehnisse auf Königsbrunn nicht kommentiert werden. Also, ich weiß doch ganz genau, dass Sie sich hier unten das Maul über uns zerreißen. Ich fürchte, da haben Sie eine ganz falsche Vorstellung. Psst. Sie halten in Zukunft Ihre Mimik unter Kontrolle. Sonst ist Ihre Zeit hier ganz schnell abgelaufen. Wenn das alles ist, wir haben noch einiges für den Empfang vorzubereiten. Ja, das wäre alles. Sie können mich nicht leiden, stimmt's? Es passt Ihnen nicht, dass ich hier ein- und ausgehe. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Aber eine eigene Meinung haben Sie doch, oder? Ja, die habe ich. Aber es ist, wie gesagt, meine eigene Meinung und die ist hier nicht von Belang. Ach, jetzt erzählen Sie mir doch nicht, dass Sie alles runterschlucken. Das hält doch keiner aus. Und bei allem, was Sie hier so mitbekommen, brauchen Sie doch sowas wie ein Ventil, oder? Wenn ich das Bedürfnis nach einem Ventil verspüre, treibe ich Sport. Kampfsport. Na, das ist doch schon mal was. Und stellen Sie sich dann auch schon mal vor, dass Ihr Gegenüber, auf das Sie einprügeln, einer Ihrer Herrschaften ist? Verzeihen Sie, aber machen Sie sich bitte nicht lächerlich. In diesem Sport geht es um die Kunst der Selbstbeherrschung. Ach so, na klar. Aber in Ihrer Fantasie haben Sie schon mal auf mich eingeschlagen, oder? Ich kann das sehen, Justus. In Ihrem Gesicht. Jedes Mal, wenn ich bei Elisabeth bin, würden Sie mich am liebsten packen und rauswerfen. Ach, kommen Sie, Justus, geben Sie es zu. Es bleibt doch unter uns. Lassen Sie es einmal raus. Sagen Sie mir, was Sie denken. Was geht in Ihrem Kopf vor, wenn ich in Elisabeths Schlafzimmer bin? Hm? Wenn Sie sehen, dass wir uns küssen. Nicht der richtige Umgang für die Gräfin sind. Ich denke, dass sie es nur auf ihren Stand und ihr Geld abgesehen haben. Und ich denke, dass es besser wäre, sie verschwinden, bevor sie das Ansehen der Gräfin noch weiter besudeln. Puh. Na also, es geht doch. Sie machen sich viel zu viel Sorgen um die Gräfin, Justus. Ich passe schon gut auf sie auf. Wenn Sie sich da mal kein Ei gelegt haben. Haben Sie? Ja, hab ich. Dieser Kerl bringt nichts als Ärger. Du siehst umwerfend aus. Oh,
Danke, ich habe dich gar nicht bemerkt. Ich hoffe, ich habe dich wohl nicht so sehr verstimmt. Überhaupt nicht. Ich kann das sehr gut verstehen, dass ich nicht offiziell als dein Partner auftreten kann. Dann ist ja alles gut. Tatsächlich hat mir dein Butler deine Position recht gut erläutern können. Natürlich sehr diskret. Justus, wie kommt er dazu? Ihm ist wohl vorhin mein leichter Unmut aufgefallen. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass ein jüngerer Liebhaber an deiner Seite wohl erstmal für einiges an Gerede sorgen würde. Also es steht dem Personal eigentlich nicht zu, sich dazu zu äußern? Elisabeth, er war wirklich absolut diskret. Ich habe fast den Eindruck, er hat einen kleinen Beschützerinstinkt, was dich betrifft. Aber das ist vermutlich völlig normal, wenn man so lange für eine Familie gearbeitet hat. Ja, ja. Aber er sollte damit nicht zu weit gehen. Wie meinst du das? Ach, ich glaube, du hattest neulich doch recht. Er ist so ein klein wenig verliebt in mich. Aber das ist alles ganz harmlos. Nur eine Schwärmerei. Justus kennt seine Grenzen. Und er würde das auch niemals zugeben. Kann man ihm ja nicht verdenken. Ach Gott, ich hätte das überhaupt nicht erwähnen sollen. Keine Sorge, bei mir ist sein kleines Geheimnis sehr gut aufgehoben. Und das ist gut, weil, weißt du, Justus ist eine unersetzliche Seele hier auf diesem Schloss. Und gerade in schwierigen Zeiten, da war er mir gegenüber immer loyal und eine wahre Stütze. Es würde ihn nur verunsichern, wenn er wüsste, dass wir beide darüber gesprochen haben. Elisabeth, mach dir keine Gedanken. Alles gut. Ja, das ist gut. Ja, ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten. Wir wissen, es liegen einige unruhige Wochen hinter uns. Es ist also an der Zeit, endlich wieder Ruhe und vor allem das Vertrauen herzustellen, das Sie von Ladenstein Enterprises gewohnt sind. Ich freue mich auf Ihre Unterstützung und ich erhebe mein Glas auf eine gute und in die Zukunft weisende Zusammenarbeit. Bravo. Bravo. Schön, dass Sie es einrichten konnten, Herr Minister. Sehr schön. Ich darf Ihnen auch vielleicht ein Glas. Ja, Hauptmann, verschwinde, so wie du es mal gemacht hast, wenn es dir zu viel wurde. Und das andere ruhig das Chaos, Hoffmann, das du angerichtet hast. Nicht ich habe das Chaos angerichtet, sondern du. Sollen die anderen noch sehen, wie sie klarkommen, hä? Du weißt genau, warum ich den Vorsitz abgegeben habe. Ich habe einen kranken Sohn, um den ich mich kümmern muss. Ist ja auch sehr praktisch für dich, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Dass dein asthmakranker Sohn dir eine hübsche Ausrede liefert, dich mal wieder verpissen zu können. Lass mich dann hier aus dem Spiel. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Hast du dir wehgetan, lass mal sehen. Ist er bloß nie wieder aufgetaucht. Verdammt! Ah, einen Moment. Ja, die Hordeuvre können nach oben. Oh, offensichtlich hat einer der Gäste heute Geburtstag. Linse, Gräfin Elisabeth wünscht für einen Geburtstagsgast einen Präsentkorb. Ich hätte noch einen kleinen Kuchen, den ich dazulegen könnte. Mhm. Ja, sehr schön. Dann werde ich eine kleine Weinauswahl treffen. Justus, haben Sie noch mal einen Moment für mich? Ich weiß, Sie haben sehr viel zu tun, deswegen will ich Sie auch gar nicht lange aufhalten. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, es ist ein bisschen warm hier unten bei Ihnen. Ja, also, Justus, ich hoffe, ich habe Sie vorher nicht zu sehr in Verlegenheit gebracht. Justus, ich weiß sehr gut, dass Sie sich ausschließlich um das Wohl Ihrer Herrschaften sorgen. Deswegen wollte ich Ihnen auch noch mal versichern, dass unser kleines Gespräch vorhin auch selbstverständlich unter uns bleibt. Danke. Darf ich mich dann zurückziehen? Ja, ja, natürlich. Lassen Sie sich nicht von der Arbeit abhalten. Wir gehen zum Wochenmarkt. Brauchen Sie was von da? Nein, danke, Frau Linse. Ich brauche nichts. Oder doch, Frau Schumann? Könnten Sie mir einen Tee machen? Ja, gerne. Oh Gott, meine Füße. Komm her. Oh. Schlägst Sie sehr tapfer. Ich hatte vollkommen vergessen, wie anstrengend das sein kann. Die ganze Zeit Hände schütteln und Smalltalk halten. Wie lange geht denn das heute noch? Ich habe keine Ahnung. Ich muss nachher noch zu LCL und dann später noch zu einem Geschäftsessen. Und wann hast du mal wieder Zeit für mich? Ich weiß es nicht. Nächsten Abende sind alle verplant.
Dann sollte ich vielleicht einen offiziellen Termin bei dir beantragen. Kein Unsinn. Außerdem, ich hab dich gewarnt. Du wusstest also, was auf dich zukommt. Dann lass uns einfach mal schauen, wann du wieder Luft hast. Und dann machen wir was aus, okay? Ja. Ich habe aber meine Termine nicht alle im Kopf. Dann schauen wir einfach mal nach. Ja. Was ist? Kommst du nicht rein? Hier ist ein Ordner mit meinem Namen. Ja, mach ihn doch mal auf. Okay. Das sind ja deine Bilder in Dessous. Sag mal, ist das nicht das Tablet von deinem Butler? Das ist ja unfassbar. Das heißt, er benutzt diese Bilder, um sich... Das ist ja unfassbar. Am Ende kommt er noch nachts in deine Suite, wenn du schläfst. So. Ihr Tee, Frau Gräfin. Wem gehört dieses Tablet? Soweit ich weiß, ist das der persönliche Computer von Justus. Sagen Sie, Justus, ich erwarte ihn in 10 Minuten in der Bibliothek. Sehr wohl. Sie haben nach mir rufen lassen, Gräfin. Gehört das Ihnen? Ja, verzeihen Sie, ich muss es versehentlich liegen gelassen haben. Dann können Sie mir das hier sicher erklären. Ich verstehe nicht. Wie kommen diese sehr persönlichen Fotos von mir auf Ihr Tablet? Ich kann mir das nicht erklären. Justus, ich habe nichts gegen eine kleine Schwärmerei, aber damit haben Sie eine Grenze überschritten, und zwar sehr, sehr weit überschritten. Aber ich bitte Sie, das muss ein Irrtum sein. Ach, Justus, wir wissen doch beide, dass Sie mit Ihren Computerkenntnissen überhaupt keine Schwierigkeiten haben, an meine persönlichen Dateien zu kommen. Kevin, ich würde mir niemals erlauben. Nie. Ach, Justus, bitte, jetzt geben Sie es doch wenigstens zu. Sie waren das. Als Sie vorhin bei mir in der Küche waren. Wie bitte? Sie haben die Bilder auf mein Tablet geladen! Justus, es reicht! Wollen Sie jetzt allen Ernstes auch noch Herrn Schöne beschuldigen? Überlegen Sie sich sehr gut, was Sie jetzt sagen. Gräfin, Herr Schöne war in der Küche. Er hat mein Tablet an sich genommen, um mir die Bilder unterzujubeln. Das ist doch lächerlich. Gräfin, ich bitte Sie, Sie kennen mich. Das dachte ich bisher. Eigentlich wollten wir unser Gespräch ja für uns behalten. Wovon reden Sie? Welches Gespräch? Justus und ich, wir hatten vorhin eine eher unschöne Unterhaltung. Er hat mir zu verstehen gegeben, was er von mir hält. Was? Aber mir hast du doch erzählt, dass... Ja, ich wollte ihn einfach nicht bloßstellen. Ich weiß ja, wie viel er dir bedeutet. Sie verdrehen alles! Justus, es reicht! Ich fürchte, Justus kann mich nicht leiden, weil er in dich verliebt ist. Das ist Verleumdung. Justus, es reicht! Gott, Sie lassen mir ja keine andere Wahl. Justus, Sie sind entlassen. Ich möchte, dass Sie noch heute Ihre Sachen packen und das Schloss verlassen. In dieser Angelegenheit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.